Hallo Leute, schön, dass ihr wieder Renas Live eingeschaltet habt. Heute habe ich mal ein ganz anderes Video für euch. Denn wie ihr mittlerweile wisst durch meinen Primer Call, ich habe eine Wii U, beziehungsweise mit meinem Freund natürlich. Er hat auch eine PlayStation 4 und ich habe mir jetzt so ein Nintendo New 3DS XL zugelegt. Wir waren eben gerade im Mediamarkt. Hab schon etwas länger damit rum überlegt, denn ich habe durch meine Arbeit auch öfter mal Mittagspause, die ich dann einfach ein bisschen totschlagen will damit. Und natürlich auch so, damit mein Freund zum Beispiel an der PlayStation spielen kann und ich kann trotzdem ein bisschen zocken. Und weil das nicht das Einzige ist, habe ich mir auch noch die Alpha Saphir Edition von Pokémon geholt, denn ich finde es so mega cool. Ich habe so lange schon kein Pokémon mehr gespielt. Und wie ich hier auf der Rückseite gesehen habe, es hat sich auch einiges verändert und ich war einfach neugierig, was aus dieser Pokémon-Sache einfach geworden ist. Und außerdem finde ich auch diese Mangas und Animes echt mega cool. Und ja, weil das nicht enthalten ist, musste ich natürlich auch noch ein extra Ladekabel holen. Finde ich sehr schade, den letzten DS, den beziehungsweise Nintendo Game Boy halt, den ich besessen habe, war der DSi XL. Der ist ungefähr vor, ich glaube, 4 oder 5 Jahren erschienen. Den hatte ich auch nicht lange, denn in dieser Zeit gab es wirklich wenig Spiele, die mich interessiert haben. Da habe ich mich dieses Mal vorher schlau gemacht und habe abgewägt, ob sich das für mich lohnt. Hab halt mal bei Amazon durchgeschaut, welche Spiele mich interessieren würden. Denn ich mag wahnsinnig gern auch diese ganzen Mario- oder Luigi-Spiele oder Yoshi oder Pokémon oder Zelda. Und ja, ich bin dann zu dem Entschluss gekommen, sie mir zuzulegen. Und da das nicht nur ein Haul, denn das wäre ja dann schon jetzt fertig, werden soll, werde ich mal mit euch aufmachen. Ich fange jetzt mal mit dem Unspekulären an, denn mich interessiert mal das Ladegerät. Denn mir wurde auch erzählt, dass sich am Ladegerät auch was verändert hat, denn die Stecker sehen jetzt etwas anders aus. Sie sind nicht mehr so breit, sondern dünner und kleiner. Und ja, ich mach mal auf. Und für euch, falls euch es interessiert, ich lade später mal das Gerät dann auf, wenn es offen ist, und zeige euch dann nochmal im Anhang ja, den Anfang vom Pokémon-Spiel, von den Farben, vom 3D-Effekt. Denn das interessiert mich auch sehr, denn ich hatte noch kein 3D-Game Boy. Es soll sich nämlich verändert haben. Es kommen jetzt 3 neue Knöpfe dazu. Und der 3D-Effekt soll sich mit der Kamera darauf richten, wo man hinschaut. Ach so, das ist nur ein unspekulärer Ladekabel. So, dann machen wir mal das Gerät auf. Also das habe ich bei Mediamarkt bekommen für 199 Euro. Der ist auch, glaube ich, erst seit Februar oder März auf dem Markt, also ganz neu. Ihr seht hier schon die Erklärung, die Amiibo-Figuren, die man jetzt bei der Wii kaufen kann. Die kann man jetzt auch hier benutzen. Und ein neuer C-Stick ist dazu gekommen. Der hat natürlich den XL-Bildschirm und bewegungsstabiles 3D. Naja, sind wir mal gespannt, ob das wirklich so ist. Das kann ich euch ja dann mal in einem Review oder sowas zeigen, wenn ihr Interesse daran habt. Wenn vielleicht Spieler unter euch sind oder Leute, die vielleicht selber am Überlegen sind, sich die Konsole zuzulegen. So, ziehen wir das Ganze mal hier raus. Dann haben wir natürlich als erstes hier unspektakuläre Dienstbeschreibung. Die packe ich später mal aus. Das ist bestimmt das, was euch jetzt nicht so interessiert. Dann hier in Metallic Blau unser neuer New 3DS. Sehr cool Optik, glänzend, dunkelblau. Da habt ihr schon die 2 neuen Knöpfe, die hier dazugekommen sind. Den ZR- und den ZL-Knopf. Hier natürlich die Außenkameras oder Kamera. Dann habt ihr hier, Moment, ich schwenke mal ein bisschen. Einmal hier diesen neuen Knopf, den kannte ich auch vorher nicht. Ich hatte, wie gesagt, das letzte Modell ist der DSi XL gewesen. Das heißt, dieser ganz neue Knopf. Und was ich sehr cool finde, sie haben sich am ganz, ganz alten Gameboy orientiert und haben die Knöpfe wieder farbig gemacht, beziehungsweise die Buchstaben. Hier kann man noch den 3D-Effekt einschalten, wie man das gerne hätte. Volume, die Innenkamera. Ja, ich muss sagen, ich bin überrascht. Das
Bild ist sogar noch viel größer als beim DSi XL. Finde ich super cool. Ja, ich bin mal gespannt, wie das ist, wenn es denn dann offen ist oder beziehungsweise läuft. Hier ist der An- und Aus-Knopf. Also die Position finde ich jetzt ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Dann hier natürlich den Stift. So, dann Mikrofon und an einer für mich unbekannte Stelle, normalerweise war es bisher immer in der Mitte oder hinten, für die Games. Einmal hier die Rückseite, auch schön metallic blau. Ja, leider gab es also im Mediamarkt jetzt auf Anhieb die Konsole nur in metallic blau oder in schwarz. Aber ich wollte sie, wenn überhaupt, dann sowieso hier in dem metallic schwarz auch entweder bestellen. Was ich schade finde, man sieht die Fingerabdrücke etwas. Aber das bleibt nun mal nicht aus, wenn man spielt. Ne? Naja, das finde ich etwas schade. So, und wenn ihr mögt, machen wir auch mal das Game auf. Das ist jetzt falsch ausgepreist. Also steht 42,99 drauf. Aber ich habe wie auf Amazon, ich verlinke euch gerne das Spiel mal in der Infobox, 35,99 bezahlt. Mich hat halt einfach interessiert, ich habe früher wahnsinnig gerne Pokémon gespielt, die gelbe Edition, rote, blaue. Ich glaube, Silber war meine letzte Edition, die ich gespielt habe. So, nochmal das coole Cover mit dem Wasser-Pokémon hier. Ich bin auch nicht so auf dem Laufenden, wie die ganzen Pokémon heißen, aber das werde ich ja dann jetzt lernen. Ja, hier nochmal die Hülle von hinten. So, und da haben wir hier Freak gratis. Okay. Ah, da ist irgendwas mit dem Nintendo Shop. Und ja, da haben wir das kleine süße Spiel. Und ich werde euch auf jeden Fall jetzt mal den Nintendo ein bisschen aufladen. Und ihr seht auf jeden Fall den Anfang vom Spiel und den 3D-Effekt im Anhang. Bis später. So Leute, jetzt ist der DS ein wenig aufgeladen. Und ich werde ihn euch mal anschalten. Hier ist der Anschaltknopf. So, das Lämpchen leuchtet. Und wir haben hier auch schon das Spiel drin. Hier ist der Steckplatz zum Spiel. Pokémon Alpha Saphir. Hier ist das Menü. So, das werden wir mal auswählen. Ich will euch nun mal das Intro zeigen von dem Game. Ich hoffe, man kann ein bisschen das 3D erkennen. Und ich schalte euch mal. Und ich muss zugeben, ja, ich habe schon reingeguckt und das Spiel gefällt mir bisher super gut. Ja, ich wollte auf jeden Fall als erstes ein Pokémon-Game haben, denn ich fand schon damals Pokémon cool und mir ist sowas von Schnurzpiep egal, was andere davon halten oder sagen. So, ich habe mittlerweile schon ein wenig gezockt, ihr werdet auch gleich sehen. Ja, ich habe schon 9 Stunden gespielt und habe schon 3 Orden, habe schon 49 Einträge im Pokédex. Und ja, ich werde jetzt weiterspielen und es ist auf jeden Fall eine Kaufempfehlung. Auch der neue 3DS, der macht super viel Spaß und ja, schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Vielleicht habe ich ja das nächste Mal ein anderes Game. Mal gucken, vielleicht werde ich euch auch den ein oder anderen Ausschnitt mal vom Game zeigen. Und ja, tschüss!